Guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ja, guten Morgen. Morgen. Manche von euch haben den letzten Teil ja richtig genossen. Ne? Vielen Dank für die tollen Kommentare. War wirklich, muss ich sagen, eins von den Top 10 Videos, ne? Die mir aufnehmen, die ich schneiden durfte. Aber natürlich auch nur dank dieser unglaublichen Natur in der Verdun-Schlucht. Zählt schon mit zu den Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur persönlich, sondern eben auch auf YouTube. Ganz ehrlich, das hat richtig Spaß gemacht, das zu filmen. Wird natürlich schwierig, das noch zu toppen, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter. Ne? Am Ende des letzten Teiles, ich verlinke euch den mal, habe ich ja gesagt, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Rundflug hier über dieses tolle Grundstück hier von Philippe. Und viele von euch haben sogar schon gebucht, habe ich mitbekommen. Groß geht raus an alle, die hier die nächste Zeit eine tolle Zeit erleben dürfen. Und für die, die es interessiert, fliegen wir jetzt hier mal über das Gelände drüber und dann geht's ab zu den Lavendelfeldern und noch ein bisschen ans Meer. Mehr geht immer. Mehr geht immer, gell? Ja. Also, Abmarsch in die Lüfte. Wir haben uns wirklich mal wieder in das nächste Land verliebt, muss man schon sagen. Die Provence in Frankreich ist schon sensationell. Ne? Und wir haben jetzt hier eine kleine Kaffeepause eingelegt. Schön an einem Lavendelfeld. Schaut euch das an. Herrlich. Ne? Ist noch nicht ganz am Blühen, aber sieht schon mal gut aus. Riecht's gut? Es geht so, gell? So weit, so gut. Leider hat die Caro immer noch Probleme mit dem Riechen seit dem scheiß C-Wort. Ein bisschen riecht's, okay. Zeig mal, lass mich mal riechen. Aber der ist noch nicht. Oh ja. Nicht ganz frisch. Oh ja, Lavendel. Oh, das riecht echt super. Ey. Aber ist noch nicht ganz am Blühen, so wie es aussieht. Ne? Aber ist natürlich auch extrem trocken hier. Gell? Aber da unten ist es schon. Ja. Ja.
Jetzt haben wir schön Lavendel noch gesehen, ne? Ja. Wow. Richtig schön. Richtig schön hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, auch der Berg da hinten, der ist sogar noch schneebedeckt. Keine Ahnung, was das für einer ist. Ich zoome mal ran. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber der ist auf jeden Fall noch schneebedeckt. Oder ist es einfach kahl? Sieht noch Schnee aus, also richtig weiß, kann aber auch kahl sein. Keine Ahnung, weil so hoch ist das ja eigentlich nicht. Vielleicht weiß das einer von euch. Oder was? Sowas wie Kalk. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo wir sind, ehrlich gesagt. Du? Auf jeden Fall, wo schön ist. Ja. Jetzt haben wir Durst und vielleicht ein bisschen Hunger und vielleicht geht es heute Abend noch in das kleine süße Städtchen. Mal schauen. Kommt mal mit. Arme Schatz, arme Schatz. Nichts wie heim, hä? Nichts wie heim. Mit der Pizza essen und mit dem Städtchen angucken wird es wohl nichts mehr oder wurde es nichts mehr. Es sind jetzt schon wieder ein paar Stunden vergangen. Jetzt müssen wir doch schneller zurück, denn uns ist nicht ganz wohl. Und zwar folgendermaßen, vielleicht für alle, die einen Hund haben. Für alle, die einen Hund haben, vielleicht interessant und informativ. Ne? Es gibt sogenannte Grannen, habe ich auch noch nie davon gehört, mit G. Ich blende euch mal ein, Grannen, und ich blende euch mal ein, wie das auch aussieht. Und diese Grannen, die schwirren hier überall rum, ne? Besonders wenn es so trocken ist wie jetzt. Und wenn die Hunde irgendwo an den Pflanzen riechen, vor allen Dingen hier unten, da wo es so richtig trocken ist, ne? Dann kann es sein, dass solche Grannen, und die haben so Klebstoff und Widerhaken und sind ganz, ganz dünn, die können die Hunde einatmen, ne? Oder die stecken irgendwo im Fell fest oder wie auch immer. Im Ohr, überall. Ne? Es muss nicht sein, aber es kann passieren. Und bei der Akira ist es jetzt leider passiert. Die Akira hat so eine Granne irgendwie eingeatmet. Und das hat sich zuerst mal bemerkbar gemacht durch extreme Niesanfälle. Also wirklich extreme Niesanfälle. So wenn einer einen Heuschnupfen hat zum Beispiel und gerade so einen Niesanfall bekommt. Und der hat dann auch immer ihr rechtes Auge zukneifen müssen. Also es war richtig anstrengend. Das Ganze ging über 4-5 Stunden. Dieser Niesanfall, wir haben gedacht, das wäre vielleicht eine Allergie oder wie auch immer, gibt es ja auch bei Hunden. Ne? Wir sind jetzt nicht unbedingt von der Granne ausgegangen. Am nächsten Tag dann hat sich ihr Zustand ein bisschen verschlechtert, sie wurde ruhiger. Und sie hat zwar nur mal gefressen, nur mal getrunken, war alles soweit okay, aber so richtig niedergeschlagen, wie wenn sie irgendwie irgendwas plagt. Ne? Also so ein bisschen... Ja, wie wenn man einen Fremdkörper irgendwo in der Nase hat oder im Ohr, man weiß ja selber, das nervt einen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt wehtut. Das Problem ist, diese Grannen, und so haben wir uns jetzt mal erkundigt, die können wandern und die können auch dann in die Schleimhäute gehen und somit dann richtig tief in den Kopf reingehen, wandern oder in die Bronchien. Ne? Und das, dann wird es lebensgefährlich. Also wenn dann mal so eine Granne in den Bronchien ist, dann wird es lebensgefährlich. Ja, eben, das kann anschwellen, gibt Entzündungen. Und bei der Akira ist es jetzt so, dass die jetzt gerade vor einer Stunde ungefähr hat sie noch mal kurz genossen und dann kam Blut mit raus. Und das für uns das Alarmzeichen, Abheim, Abbruch, gar nicht lang fackeln. Da ist uns das Leben an der Akira wichtiger, wie irgendwelche schönen Stunden hier noch zu verbringen. Wir könnten eh nicht schlafen. Deswegen haben wir beschlossen jetzt, knapp 17 Uhr, 18 Uhr, auf einem Rutsch. Und gibt es halt keine schönen Bilder mehr. Aber wir werden hier sofort zum Tierarzt gehen und berichten euch, sobald wir zu Hause sind, berichten wir euch natürlich, wie es der Akira geht. Also bleibt mal kurz dran. Wir machen jetzt schnell eine 10-Stunden-Tour, gehen zum Tierarzt und mit einem Handschlag wisst ihr Bescheid. Ne? Also bis gleich.
So, Schatz, war gut, dass wir hergekommen sind, gell? Ja, das war's auf jeden Fall. Ne? Also, ja. Sehen wir halt weiter. Es ist halt immer irgendwie, ne, wenn ein Familienmitglied irgendwo in der Klinik ist oder sonst wo. Ja. Gerade operiert wird oder wie auch immer. Nicht so schön, jeder kennt's, ne? Klar. Aber es war gut, wir haben auf unser Bauchgefühl gehört und es war gut. Und deswegen jetzt vielleicht nochmal für alle, die das interessiert und selber Hunde haben und noch nichts von Grannen gewusst haben, so wie ich eigentlich auch, habe ich noch nie davon gehört. Ich blende es euch nochmal ein. Grannen sind auch in Deutschland, in Feldern, in Weizenfeldern zum Beispiel oder wie auch immer, besonders wenn es trocken ist, ist es eine sehr, sehr große Gefahr. Denn die kleinen Sprossen von diesen Ähren, die haben so Widerhaken und sind auch dazu noch sehr, sehr klebrig. Und wenn die einmal im Körper sind, dann gibt es für die nur einen Weg und das ist in den Körper rein. Die können sich sogar durch die Haut bohren. Sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr unterschätzt und anscheinend dieses Jahr sehr, sehr oft hier in diesen Kliniken, entweder in die Ohren, also viele bekommen es in die Ohren oder eben atmen es ein in die Atemwege und Augen, genau. Und wenn man das nicht schnell behandeln lässt, dann können sich da schwerwiegende Abszesse bilden oder sogar das ganze Ding geht in die Bronchien rein und dann kann das ganz schnell lebensgefährlich werden, ne? Und das war allerhöchste Eisenbahn, dass wir jetzt schnell gehandelt haben. Wir sind jetzt hier in Freiburg in der Tierklinik, die kennen wir, da sind wir gut aufgehoben. Die Akira schläft jetzt gerade und jetzt suchen sie halt mit dem Endoskop diese Granne. Ich habe erst Kralle verstanden, ich habe erst an Katzenkralle gedacht oder so, Granne, ja. Und jetzt suchen sie nach dieser Granne und holen die raus. Ne? Und das geht halt nur mit einer Vollnarkose, logischerweise, weil die Hunde lassen sich ja nicht einfach in der Nase rumbohren. Ist ja ganz klar. Ne? So, da ist sie wieder. Ganz, ganz betrübt. Hä? Ganz, ganz einschläfrig. Komm, wir gehen rein. Komm, wir gehen rein. Ganz kaputt. Jetzt schnell heim, die ist natürlich jetzt kaputt, ne? Hat sich echt gelohnt, dass wir hergekommen sind. War allerhöchste Eisenbahn. Jetzt stellt euch mal vor, das Ding hier in eure Nase. Ne? Das ist so eine Granne. Sehr, sehr groß. Normalerweise sind die nur klein oder nur ein paar Bruchstücke davon und das ist doch ziemlich groß. Und das sucht halt den Weg. Ne? Das ist geformt wie ein Torpedo, ne? Kann man sagen. Und das geht schnurstracks oder mit einem Pfeil, das geht schnurstracks in den Körper rein und wandert und kann sich dann auflösen und in Bronchien gehen. Und das ist halt auch relativ groß gewesen noch und Gott sei Dank noch gut zu entfernen. Relativ groß, die haben gesagt, sie haben noch nie so ein großes Teil. Die haben noch nie so ein großes Teil gesehen, ja. Brutal. Das war das größte bisher und sie haben gesagt, also die haben täglich zig von. Ja. Diesen Sommer sehr, sehr, sehr schlimm. Die haben Fälle da gehabt, da hat sich vom Ohr durchgebohrt, durch die Backen durch. Also das ist wirklich nicht zu spaßen und es kann wirklich lebensgefährlich sein, wenn man da wartet und vielleicht erstmal auf Symptome wie Fieber und so weiter hofft oder wartet, ne, wartet. Dann ist es vielleicht schon zu spät, weil dann ist ein Infekt da. Ja, so sieht's aus. Ein Andenken aus Südfrankreich. Gott sei Dank ist alles gut gewesen. Wir fahren jetzt heim und werden erstmal jetzt ins Bett gehen, alle drei. Wichtig ist nur, alle, wo Hunde haben, war es vielleicht eine kleine Lehre. Wir sehen uns wieder entweder hier im Van, mal schauen, mit Landvergnügen oder sonst wo und spätestens am Caravan-Salon. Ich blende euch mal ein. Beim Robetta-Stand stehen wir wieder, gell? Ja. Ich blende euch mal ein. Halle 15, Stand, keine Ahnung, blende ich ein. Und falls ihr Bock habt, wir sind am ersten Wochenende, sind wir am Stand bei Robetta und am P1. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns da sehen. Aber jetzt heim, dass die Akira ins Bett kann. Macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch und eure Hunde auf. Ciao. Tschüsschen.